Die Trainersuche beim FC Bayern München, die läuft ja auf Hochtouren. Und jetzt hat man sich die ersten Absagen von absoluten Top-Trainern eingehandelt. Welche Alternativen zu Xabi Alonso wollen jetzt nicht zum FC Bayern München kommen? Dazu gleich mehr. Zudem steht Uli Hoeneß jetzt demnächst vor Gericht. Was ist denn da schon wieder los? Was hat sich der Bayern-Patron jetzt zu Schulden kommen lassen? Und wir sprechen über Marco Reus. Da gibt es neue Gerüchte, zu welchem Club er jetzt tatsächlich wechseln könnte. Alles dazu und mehr jetzt hier in diesem Video. Vorab, lass ein Like auf das Video da und auch ein Abo hier auf den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Ja, aber damit gehen wir rein ins erste Thema. Und das ist die Trainersuche beim FC Bayern München. Den Hauptkandidaten, den sie unbedingt haben wollen, den seht ihr hier gerade im Hintergrund. Natürlich Xabi Alonso, die A-Lösung der Bayern. Er ist es, den man unbedingt auf Seiten der Münchner verpflichten möchte. Nur das Problem ist, es gibt immer noch kein so richtiges Statement von ihm. Das wird auch noch etwas andauern. Und genau deswegen müssen sich die Bayern auch mit Traineralternativen beschäftigen. Jetzt hat sich auch Simon Rolfes über die Zukunft von Alonso geäußert. Er sagte beispielsweise, dass die Gerüchte, die da aktuell kursieren, erstmal natürlich nichts Verkehrtes sind. Es ist einfach nur ein Zeichen, dass man erfolgreich ist und viel richtig macht. Er sieht auch gar kein Problem damit, man beschäftigt sich aber intern gar nicht mit dem Thema. Man ist entspannt, man fokussiert sich auf die tägliche Arbeit und auf die Saison und natürlich auch auf die nächsten wichtigen Spiele. Man muss damit leben, dass diese Gerüchte aufkommen, das ist Teil des Geschäfts, aber er sieht darin kein Problem. Sein Vertrag, der läuft ja eigentlich noch langfristig und sollte er den Verein verlassen, wird auch eine Ablöse von 15 bis 25 Millionen Euro fällig. Also hat hier Bayer Leverkusen wirklich alle Trümpfe in der Hand. Und die Bayern, sie sind jetzt ja mittlerweile relativ all in gegangen, wie ich euch gestern oder vorgestern berichtet habe. Eigentlich wollen sie nur Xabi Alonso. Denn jetzt wird es immer noch ein bisschen drastischer. Die ersten Alternativen zu Alonso, die haben jetzt den Bayern wohl abgesagt. Das ist allem voran der Trainer vom VfB Stuttgart, Sebastian Hoeneß. Der hat seinen Vertrag, das wurde heute offiziell bekannt gegeben, langfristig verlängert. Er ist keine Alternative mehr für die Bayern, denn er wird auch in der nächsten Saison, aller Voraussicht nach zumindest, beim VfB Stuttgart an der Seitenlinie stehen. Das bedeutet natürlich, dass er schon mal vom Tisch ist, sollte Alonso sich wirklich dafür entscheiden, vielleicht zu Liverpool, vielleicht zu Real Madrid oder vielleicht auch einfach bei Bayer Leverkusen zu bleiben und die Bayern am Ende ohne ihn als potenziell neuen Trainer dastehen. Hintergrund bei Sebastian Hoeneß ist ganz klar, er steht aktuell auf dem dritten Tabellenplatz. Man liegt auf Champions League Kurs. Das ist ein Erfolg, den er sich nicht nehmen lassen wird. Er wird wohl aller Voraussicht nach auch weiterhin dann der Trainer bleiben und nächstes Jahr sehr, sehr gerne Champions League spielen. Das ist aber nicht der einzige Trainerkandidat, der jetzt seine Zukunft woanders sieht. Nein, tatsächlich gilt das wohl auch für Zinedine Zidane. Auch eine absolute Top-Alternative, die die Bayern hier im Auge hatten. Jetzt ist es aber wohl so, dass Zinedine Zidane sich anderweitig umschaut und mittlerweile das Umfeld beim FC Bayern München, ja ich sage mal, eher kritisch sieht und sich nicht bei den Bayern sieht und dementsprechend eine Absage bei einer potenziellen Anfrage den Münchnern erteilen würde. Er galt als Alternative, er galt auch grundsätzlich erstmal als interessiert. Jetzt sind es aber die neuesten Berichte, die uns erreicht haben, seitens englischer Medien erreicht haben, ist eben, dass gerade diese vielen Führungswechsel auf der Bossetage, die vielen Trainerwechsel auf dieser Position, diese ganzen Personalwechsel, die sollen eben Zinedine Zidane abschrecken. Und auch berichtet jetzt ein französischer Transfer-Insider, dass er selber auch nicht daran glaubt, dass Zinedine Zidane noch vor der EM irgendwo einen Posten annehmen wird. Er hofft natürlich immer noch darauf, dass Frankreich enttäuscht könnte bei der diesjährigen EM und dann Didier Deschamps seinen Platz räumen muss und er der neue französische Nationaltrainer werden könnte. Ein Amt, von dem er auf jeden Fall, ich sage mal, träumt. Und das würde auch nicht zu dem Plan der Bayern passen, denn sie wollen ja eigentlich zeitnah einen neuen Trainer finden, der zumindest schon mal sein Ja-Wort für die nächste Saison gibt, damit dann wirklich auch gemeinsam die Suche nach potenziellen Spielern starten kann. Ja, so die Lage aktuell beim FC Bayern München. Ein Name, der wurde jetzt auch unter anderem von Christian Falk, dem Bayern-Insider von der Sportbild, nochmal so ein bisschen in den Raum gebracht, der jetzt wohl nochmal ein bisschen heißer an der Sebener Straße diskutiert wird. Das ist wohl Roberto Di Zerbi. Bei ihm sieht es wohl so aus, dass er wohl eine der absoluten Top-Alternativen zu Xabi Alonso ist. Die Frage ist natürlich, ja, passt das wirklich? Er ist aktuell bei Brighton of Albion angestellt, hatte auch gute Erfolge zu verzeichnen, aber es ist dann nochmal wirklich was ganz anderes, einen Top-Club wie den FC Bayern München zu trainieren. Die Ziele sind deutlich höher. Mit Brighton ist ja der Tabellenplatz 7 schon eine absolute Top-Leistung und das wäre natürlich bei den Bayern ein ganz anderes Momentum und er ist auch nicht deutschsprachig. Das ist zwar kein Ausschlusskriterium mehr beim FC Bayern München,
aber natürlich ein Kriterium, das man, ja, ich sage mal, kritisch beäugen wird. Das Interesse hierbei bei De Zerbi am Italiener, das geht wohl vor allem ja von Max Eberl aus. Er soll große Stücke auf De Zerbi halten. Aber, wie gesagt, De Zerbi ist auch ein Kandidat bei anderen englischen Topclubs. Und auch mittlerweile sind solche Namen wie Antonio Conte oder Jose Mourinho, die sind alle, ich sage mal, nicht mehr ganz so heiß an der Säbener Straße gehandelt. Denn, wie gesagt, in ihnen sieht man jetzt nicht die perfekte Alternative zu einer möglichen Verpflichtung von Xabi Alonso. So, der aktuelle Stand bei Bayern. Wer wäre eure Alternative zu Alonso? Gerne eure Meinung in die Kommentare. Und damit kommen wir zum nächsten Thema. Uli Hoeneß muss vor Gericht. Das ist eine Situation, die kennt er schon, Uli Hoeneß. Ihr wisst es, er wurde ja schon mal wegen Steuerhinterziehung verknackt. Jetzt muss er vor Gericht aussagen. Aber was ist da genau seine Rolle? Tatsächlich diesmal nicht als Beschuldigter oder sonst irgendwas in die Richtung. Nein, er wurde als Zeuge geladen. Aber was ist da jetzt der Hintergrund? Tatsächlich hat das eigentlich sein Engagement beim FC Bayern München oder sonst irgendwas in die Richtung gar nicht betroffen, auch nicht sein Privatleben, sondern ein TV-Auftritt von ihm, weshalb er jetzt vor Gericht aussagen muss. Aber was wird da aktuell denn überhaupt vor Gericht verhandelt? Es geht dabei um die EM 2006. Da gibt es ja, ich sage mal, ja, Millionenzahlungen, die wohl getätigt sein sollen, was dann letztendlich dazu geführt hat, dass die WM 2006 nach Deutschland gegeben wurde. Da geht es jetzt unter anderem in diesem Prozess um Steuerhinterziehung von insgesamt über 13 Millionen Euro und da hatte halt eben Uli Hoeneß tatsächlich in 2020 und 2021 jeweils im Doppelpass bei Sport 1 und in einem Podcast gesagt, er wisse, warum es die dubiosen Millionenzahlungen rund um die EM 2006 in Deutschland gegeben habe. Und genau diese Aussagen, die er da getätigt hat, die haben ihn jetzt tatsächlich eine Vorladung zu Gericht eingebracht. Die Richterin hat nämlich auch von diesen Aussagen mitbekommen und dann jetzt sich dafür entschieden, den Ex-Bayern-Boss einzuladen, dass er doch mal so ein bisschen erzählt, was er zu diesen Zahlungen weiß. Also er ist hier nicht irgendwie Mitbeschuldigter, Mitangeklagter oder sonst irgendwas, aber er muss sich vor Gericht auf jeden Fall erstmal jetzt verantworten. Eine Situation, die bestimmt nicht schön ist für den Bayern-Boss, aber andersrum, wer solche Töne in TV-Shows spuckt, muss eben auch mit einem kleinen Backlash rechnen. Das weiß Uli Hoeneß, das weiß jeder, der das macht und ich bin mal sehr gespannt, was dann dabei rumkommt. Eure Meinung dazu, wie immer, gerne in die Kommentare. Und damit kommen wir auch schon zum nächsten und letzten Thema. Marco Reus, wie geht es für ihn weiter? Wo geht es für ihn hin? Das sind Fragen, die stellt sich bestimmt gerade aktuell jeder Fan von Borussia Dortmund. Und ich möchte da euch das Neueste, was da zumindest mal bekannt ist, hier präsentieren. Demnach ist es so, Marco Reus, sein Vertrag, der läuft noch bis zum Ende der laufenden Saison. Eine Verlängerung bei Borussia Dortmund, die gilt eigentlich quasi fast als ausgeschlossen. Ich weiß zwar nicht genau warum, ich würde ihm tatsächlich nochmal einen neuen Vertrag geben, aber man hat sich jetzt auf Seiten von Borussia Dortmund wohl dafür entschieden, dass man, so sagte es Sebastian Kehl selber in einem Interview, alte Zöpfe abschneiden möchte und dazu gehört anscheinend jetzt wohl auch Marco Reus. Und jetzt gab es Gerüchte, ein Wechsel zum Beispiel in die MLS, eine Rückkehr zu Gladbach, ein Wechsel in die Türkei und jetzt geht es in die nächste Liga. Football Insider 24/7, sie berichten, der 34-jährige Deutsche ist ein Thema bei West Ham. Das berichtet jetzt, wie gesagt, dieses Portal. Demnach wäre es so, die Hammers, sie werden wohl einen wichtigen Offensivakteur verlieren, mindestens einen. Und deswegen soll Marco Reus mit seiner ganzen Erfahrung hier Thema sein. Ein Premier League-Wechsel ist tatsächlich ein ganz, ganz neues Thema. Galt auch lange eigentlich nicht als sicheres Szenario. Natürlich zu einem, ich sage mal, Mittelklasse Premier League Club wie West Ham das einer ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass Marco Reus da noch eine wichtige Rolle spielen kann. Aber wie gesagt, diese Meldung ist auf jeden Fall jetzt die erste und sie ist auch mit Vorsicht zu genießen, wie eben 90 Minuten dieses Portal Football Insider 24/7 einordnet. Da gab es wohl in der Vergangenheit schon öfter mal, ich sage mal, Exklusivmeldungen, die sich dann am Ende als Fake oder falsch rausgestellt haben. Von daher bleibt mal abzuwarten, ob da wirklich etwas dran ist. Das war es auf jeden Fall jetzt hier mit diesem Thema. Wo seht ihr Marco Reus? Was sagt ihr zum anderen Thema aus diesem Video? Eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dahin, Leute. Ciao.